Saw 5 ist irgendwie eine, in gewissem Grad eine Gemeinheit aus dem Saw-Universum. Weil prinzipiell vor allem so, wie der Film aufgebaut wird und so, wie der erste Akt des Films abläuft, ist vor allem der Handlungsstrang zwischen Hoffman und Strahm wahnsinnig interessant. Der Film baut ziemlich schnell echte Spannung auf. Allerdings ist es genau der Handlungsstrang, der den weiteren Verlauf des Films so schwach fortgeführt wird. Und das Einzige, was er tut, ist von Szene zu Szene einfach die Charaktere noch unglaubwürdiger erscheinen zu lassen und noch irgendwo mehr Plotholes herzuzaubern, als vorher ansatzweise da waren. Dahingehend ist Saw 5 meiner Meinung nach sicher einer der schwächsten Teile der Reihe, weil gerade das, weswegen einen ein Saw-Film interessiert, die Beziehung der Charaktere und vor allem auch diese rückwirkenden Erzählungen auf bisherige Teile, gerade das hier nicht wahnsinnig gut rüberkommt. Trotzdem, es gibt einige Geschichten, wo Saw 5 Bezug nimmt auf die Ereignisse von Saw 1 bis 4, die wirklich clever gemacht wurden, die wirklich interessant gemacht wurden. Es gibt ein paar Charaktermomente, die meiner Meinung nach echt gelungen sind, aber leider wird der Film davon dominiert, dass die gesamte Story von Strahm und Hoffman wirklich sehr, sehr konstruiert und sehr, sehr schmerzhaft konstruiert wirkt. Der Fallenteil des Films hat eigentlich mit der eigentlichen Handlung des Films so wie gar nichts zu tun und wirkt im Endeffekt wie nur so hinzugefügt, damit es halt mehr Fallen gibt, bis auf jetzt den kleinen Moment am Ende, wo das irgendwie zusammenkommt. Aber wirklich eine Bedeutung für die Geschichte an sich hat das Ganze nicht, was man natürlich dem Film und seiner Erzähldynamik auch ziemlich anmerkt, weil man nie im Gegensatz wie bei zum Beispiel Saw 1, wo sich die verschiedenen Ebenen und Handlungsstränge immer wieder ergänzt haben, hat, sondern dass sich die zwei Haupthandlungsstränge des Films einfach immer regelmäßig unterbrechen. Das ist kein dynamischer Handlungsfluss. Saw 5 verliert die Spannung, die er im ersten Akt aufgebaut hat, relativ schnell und kann damit leider insgesamt kaum überzeugen.